Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ich muss zurück nach Folly, da wir letztes Mal erfahren haben, dass dort eventuell dieser Mönch ist, der uns den Edenapfel einfach mal so weggenommen hat. Was heißt weggenommen? Wir lagen verblutend am Boden und anstatt uns mal zu helfen, wir so nächsten Leben so ein Scheiß. Jetzt hier könntest du einfach mal in dieses Boot steigen, du Arsch. Anstatt uns zu helfen, hat er lieber den Apfel genommen und hat sich wieder verpisst. Ja, der eine in die Stadt, nämlich glaube ich den gleichen, den wir letztes Mal genommen haben. Nämlich diesen wunderbaren, ja, Tunnel kann man es nicht nennen, ne? Naja. Das war nicht so ganz, komm schon. Diese Idioten gehen immer noch auf den Nerven, die hier irgendwie über uns Scheiße verbreiten. Du nervst und jetzt halt die Fresse. Danke. Und danke für mein Geld. Na, Taschendiebstahl ist es echt nicht wert. Ah ja, jetzt komme ich... Ah, genau, hier wollte ich hin. Ja, wollte ich nicht, aber hier muss ich hin. Ziel identifiziert. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Ja, wir müssen ihn einfangen, das ist natürlich schwierig bei den ganzen Mönchen, aber wenn man es direkt macht, geht's natürlich gut. Bitte, nein, ich will nicht sterben! Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte. Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Ja. Hauen wir die Infos raus. Girolamo Savonarola, ein dominikanischer Mönch aus Ferrara, der seinen Job sehr ernst nahm. Er sah die Exzesse seiner Zeit, wie die Reichen die Armen in den Dreck stampften, wie die Priester Ablässe ans Volk verkauften und wurde schließlich verrückt. Er nannte sich selbst ein Werkzeug Gottes, als er über Florenz kam. Seine Predigten versetzten einige Menschen in Ekstase. Er verlangte die Abschaffung jeglichen persönlichen Besitzes, ein Ende des Fortschritts, die Rückkehr nach Eden. Wissen wurde zum Feind. Und mit dem Edensplitter konnte er alles ausradieren. Bücher, Gemälde, Musikinstrumente. Er verbrannte alles im Fegefeuer der Eitelkeiten. Alles nahm seinen Lauf, als seine Legionen die Kontrolle übernahmen. Dann sank Florenz ins Dunkel. Hippie. Das meinte ich auch mit, wir kehren nochmal nach Florenz zurück. Gut. Komm schon. wir müssen jetzt sogar direkt nach Florenz gebracht werden, glaube ich. Gewisser Nachteil. Wir haben zwar diesen Florenz. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Ja, okay. Schön. Gewisser Nachteil, sag ich mal, wir haben ja eigentlich den florentinischen Umhang, den dürfen wir allerdings nicht benutzen. Weil das jetzt hier... Nee, keine Ahnung warum, ist halt so. Oh, ich liebe diese Musik wieder. 1497? Wow. Okay, ich korrigiere meine Aussage von vor ein paar Parts. Möglicherweise war auch das mit dem Assassin's Creed 2 Discovery in diesem Zwischenraum, weil die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, war 88.
Und jetzt 97. Könnte sogar sehr mehr Sinn machen, weil der Edenapfel wird, meinte ich mich zu erinnern, auch in Assassin's Creed 2 Discovery erwähnt. Dann könnte das eher hinkommen. Aber gut. Ist ja auch egal. Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, hätte noch ein Zuhause. Verdammt. Aha, was wollt ihr hier? Ihr macht schon so die Gesten wie, bringt ihn mal um. Komm mal her. Ey. Ich bin für Fairness. Das heißt jetzt, ich bringe euch alle um. Naja, das ist nicht unbedingt fair, aber hey, ihr habt mich angegriffen. Ich sehe kein Hundefutter. Ach doch, euch sehe ich ja. Lasst mich einfach gehen. Nein. Du hast mich angegriffen. Dafür musst du sterben. So läuft das leider bei mir. So, Machiavelli treffen. Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Ja, man hört schon, ne? Ich verstehe nicht, warum sich alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Das wirst du verstehen, wenn das mit dir probiert. Ach ja, ich bin schwer gesucht, sehe ich jetzt auch wieder. Toll. Und da ich den Umhang nicht benutzen darf, wird das auch so bleiben. Yay. Scheiße. Er wirft uns einfach raus, sagt, dass all unsere Besitztümer nun der Chiesa di San Marco gehören. Und da. Oh, da prügeln sich auch noch welche. Yay. Wieso soll er nicht prügeln? Die schlachten sich gegenseitig ab. Naja. Als wir Silvio... Wie ist noch Silvio Barbarigo? Ich glaube, der hieß so. Das muss Zauberei sein. Als wir Silvio getötet haben, hieß es, meinte Bartolomeo ja auch, ja, er ist besiegt. Ich habe ihn gerade abgestochen. Er ist nicht nur besiegt. Und dort ist die Brücke, die ich gesucht habe. Aber nicht, ich muss all diese Wachen hier töten, bevor ich zu Nicola darf. Weil ich habe nichts mit dem zu tun. Der Assassine käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Das ist nur ein Mythos. Eine gute Nachtgeschichte für Kinder. Nein, mein Vater sah ihn vor Jahren in San Gimignano. Sicher, wenn ihr es sagt. Ich sehe nicht mehr. Ach, der da unten, der müsste doch eigentlich gerade absaufen. Genau. Ich kenne es. So, und das mit dem Assassinen haben wir auch gerade gehört. Ja, wir sind ja wieder da. Komm mal her, Nicolo. Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Wir können es aber sehen. Alles begann vor ein paar Wochen. Hä? Stadtteil was? Oh, ich glaube... Stimmt, ich glaube, in diesem Stadtteil waren wir noch gar nicht. Oder? Ich glaube, wir waren ein bisschen noch hier oben. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ist auch egal. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Hier übrigens, ne, ein paar Leichen. Zu ihrer Linken sehen sie einen Haufen Borgia-Leichen. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Pui, tun wir es. Ja. Mal sehen. Wachen will ich natürlich möglichst ausweichen. Bin zu faul zum Kämpfen. Aber leider ist das hier nicht so einfach. Hier sind nämlich überall Wachen. Sind das Orangenbäume? Hm, sieht gerade ein bisschen so aus. Aber gut.
So spare ich mir schon mal einiges an Waffen, wenn ich hier rumrenne, aber irgendwie ist es auch ein ziemlicher Umweg. Na gut, nächstes Mal nehme ich lieber wieder ein paar Wachen in Kauf. Komm, Nicolo, beeilen wir uns. Ne, falsche Richtung. Da lang. Hier bin ich richtig. Und angekommen. Ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Ja. 9 Leutnants müssen wir töten. Das bedeutet im Klartext 9 Attentate in ganz Florenz. Finde ich persönlich ein bisschen lahm. Wir sehen uns gerade, hier sind noch Codex-Seiten. 1, 2. Wie, nur 2? Nur 2? Oder kriege ich noch mehr, wenn ich die... Nee, hier habe ich auch genau 6 Punkte. Was ist das da? Schlägerei, ja. Scheint nur 2 Stück zu sein. Geil. Aber ich gucke nochmal sicher, als habe ich hier unten. Hole ich mir einen Aussichtsposten oder so. 9 Attentate. Verdammt. Na gut, da komme ich nicht lang. Es nervt mich, ja. Ist leider so. Aber gut, man erfährt nebenbei auch noch ein paar recht interessante Sachen. Also lohnt es sich gewisserweise schon, dass sich das mal anzuhören, was sie so zu sagen haben, die Leute da, die wir umbringen. Ja. Okay, ich suche eigentlich erstmal den Aussichtsposten. Wo ist denn der? Hier schwirrt der, ah, da ist er doch. Na komm, wenn ich schon mal hier sitze, so, ne? So, jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Ein oder zwei Attentate schaffe ich noch, denke ich mal. Lehnt das Gemeine und Materielle ab! Sucht euer Heil in den Flammen! Ja. Stillleben. Attentat auf den verblendeten Künstler. Habe ich gleich mal meine Lieblingsmission erwischt, weil ich mag die irgendwie. Ist das meine Lieblingsmission von denen hier? Ich glaube schon. Also jedenfalls mag ich sie sehr gerne. Und das ist etwas Neues, haben wir glaube ich vorher noch nicht gesehen. Ein Sprungbrett. Zwei tot. Und okay. Irgendwie voll geil. So, der Künstler, wenn man ihn im Hintergrund hört. Hab ihn erwischt, oder? Nee, hab ich nicht. Er läuft natürlich weg. Und ich wieder mal hinterher. Ich muss nach Hause. Geht doch. Nummer 1. Den zweiten schaffe ich noch, denke ich mal. Was? Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Ja, für mich war das schon relativ leicht jetzt, weil, ja, das sind diese ganzen nervtötenden Idioten und ich schlachte sie einfach ab.
Ich sehe ihn da. Mal sehen. Anonym werden wäre eine Idee. Ah. Ja, und die suchen sich jetzt hier ein paar Bürger, mit denen sie einen Aufstand anzetteln. Ja, ich sehe nichts. Danke. Jetzt runter hier! Dazu! So. Weitersuchen. Dieser hier soll der nächste sein. Links von mir, also hier westlich. Wo ist Norden? Da ist Norden. Dann ist er da. Das Problem ist, es gibt hier so einen Attentat. Das hasse ich wie die Pest. Nein, eigentlich zwei, die ich wirklich sehr hasse und... Oh Gott, nein, das ist das eine. Das ist eins davon, oder? Volk von Florenz, nein, kommt, sammelt euch. Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Nein, Glück gehabt, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Der jüngste Tag, den Korrupten... Ist nur den Priester töten, fertig. Ja. Seht ihr es nicht? Die Zeichen sind überall. Aufstand, Hunger, Krankheit, Korruption. Dies sind die Vorboten des Dunkels. Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben. Sonst wird es uns bald schon verschlingen. Naja, ich sehe euren Zweifel, dass ihr mich für irre haltet. Aber sagten das nicht auch die Römer über Jesus? Wisst, dass auch ich einst eure Unsicherheit teilte, eure Angst. Aber das war, bevor mir Savonarola erschien. Er zeigte mir die Wahrheit. Kopf weg, du Idiot. Endlich wurden meine Augen geöffnet. Und so stehe ich... Nein! Nein, jetzt geh doch aus dem Weg, ihr scheiß Bürger! Oh Mann! Blöder Zivilist! Wieso muss er seinen Kopf genau da hinlegen, wo meine Knarre war? Scheiße! Euer Verstand, ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Ja, gut, auch das hätte besser laufen können, ne? Seid nur bereit, wenn der Moment gekommen ist. Klopp, 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 klopp. Und nichts wie hoch. Pfeifen von Wachen hier. Das hat nicht so funktioniert. Wow! Wie ich es gedacht hätte. Verdammte Wachen, lasst mich doch mal in Ruhe. Ich habe keine Lust mit euch zu spielen. Gut. Der nächste Teil des Aufstands. Und wo ich als nächstes hin muss, weiß ich noch nicht. Ich sehe gerade, der Part ist fast vorbei. Man kann ja natürlich auch wieder richtig schön Asche machen. Lass mal sehen, wo ist der nächste? Hier, an den erinnere ich mich. Das ist nämlich der, der mit dieser Brücke, glaube ich, zusammenhängt. Ich will es einfach mal sagen, ich beende den Part für heute. So, erst will ich diesen Typen loswerden, weil diese Leute gehen auf die Nerven da. Oh, nee. Oh, doch, geht. Gut. Hopp. Ja, dann verlasse ich euch jedenfalls hier. Hab lang genug aufgenommen für heute.
Und ja, das nächste Mal machen wir dann ja die restlichen 7. Dafür werde ich noch mindestens 2 Parts brauchen. Es gibt da einen, für den ich wahrscheinlich schon ein Part alleine brauchen kann oder so. Aber gut, na, ich muss vom Dach runter, das gibt's doch nicht. Wieso haltet ihr mich jetzt alle auf? Ja. Das nächste Mal machen wir weiter mit restlichen Leutnants und naja. Bis zum nächsten. Ciao.